Guten Tag, ich bin Barbara Behrens. Wir sind hier in der Theaterwissenschaft bei der FU. Ich arbeite hier jetzt schon seit 30 Jahren, immer Institutsbibliothek, immer bei der Theaterwissenschaft. Und das ist natürlich ein besonderes Arbeiten hier, weil wir sehr nah an den Studierenden und an den Lehrenden sind. Und ja, es ist eine gute Zusammenarbeit und ich fühle mich hier wohl. Also für mich verbindet sich hier die Fächerkombi Theater, Musik, Tanz perfekt mit meinen privaten Vorlieben. In meinem ersten Leben war ich Buchhändlerin, deswegen macht mir tatsächlich der Zugang und die Buchbearbeitung extrem viel Spaß. Dicht gefolgt von der Nutzerberatung, vor allen Dingen Nutzerberatung bei Recherchefragen. Das macht mir große Freude. Ich zeige gerne unsere Schätze und helfe den Leuten, auf Dinge zu kommen, die sie vielleicht so erstmal nicht entdeckt hätten hier. Eine sehr große Herausforderung war in der letzten Zeit natürlich die Pandemie und die Organisation in den jeweiligen Bibliotheken. Was geht wann? Dürfen wir rein? Dürfen wir raus? Was dürfen die Nutzer hier? Also während des Lockdowns zum Beispiel habe ich hier im Haus ganz alleine gearbeitet mit einer Sondergenehmigung, damit mich der Wachschutz durchlässt. Habe Bücher, die bestellt worden sind, zum Fenster rausgereicht. Dadurch, dass unsere Leitstelle im EG ist, ging das ganz gut. Ja, Homeoffice hätte hier jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Alles nach Hause tragen, in den dritten Stock püngeln und wieder runter, um es dann hierher zu bringen. Also, und das war dann natürlich eine einsame Geschichte. Aber ich bin froh, dass das jetzt überstanden ist. Die Bibliothek der Zukunft, meine Wunschbibliothek der Zukunft, hat keine Geldsorgen und sollte ein Ort der Wissensbewahrung sein, der allen zugänglich ist und möglichst zumindest in den Servicebereichen noch analog funktionieren, mit echten Menschen für echte Menschen. Nicht, dass man irgendwann an eine Theke tritt und ein Roboter einem sagt, wo man lang muss. Das fände ich irgendwie sehr spooky. Mein Lieblingsort hier bei uns im Institut ist tatsächlich der Raum, in dem wir uns jetzt befinden. Insgesamt das Erdgeschoss unserer Bibliothek. Wir sind hier in einer alten Villa und ich schätze diese familiäre, bisschen exklusive Atmosphäre, eindeutig Print. Also bei Büchern speziell, auch im privaten Bereich, bin ich immer noch eine Besitzerin, aber natürlich bin ich ein Freund von Sharing-Konzepten. Das ist auch alles sehr schlau und die nutze ich bisweilen auch. Eigentlich Berlin-Brandenburg. Ich habe das in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt. Ich reise auch gerne, versuche allerdings Flüge zu vermeiden. Beides nicht. Ich gehe gerne ins Theater und in die Oper und wenn ich zu Hause Ruhe brauche, dann lese ich ein Buch. Oh, ich bin eine große Planerin, aber werde immer wieder ausgetrickst. Also im Grunde genommen ist es doch eine Mischung aus beidem.